11 Staffeln und eine finale Episode, um alles abzuschließen. The Walking Dead hat seine Charaktere und seine Fans über ein Jahrzehnt durch dick und dünn gehen lassen. Jetzt, wo alles vorbei ist, stellt sich die Frage, worum ging es wirklich? In den letzten Episoden von The Walking Dead steht das Ensemble im Mittelpunkt. Die Charaktere wachsen und entwickeln sich weiter. Eugene und Max entlarven Sebastian und seine Mutter Pamela in ihrer Verachtung für die Menschen des Commonwealth. Yumiko verzichtet auf Respektabilität, um ihrer Freundin beizustehen. Für Judith übernimmt Daryl die Rolle der Vaterfigur. Gleichzeitig entdeckt Pater Gabriel seinen Glauben wieder, nachdem er zu Beginn der Staffel eine fast sadistische Wendung genommen hat, während Connie und Kelly der Macht die Wahrheit sagen, wo es nur geht. The Commonwealth war immer eine Dekonstruktion der Klassenpolitik, die ihr hässliches Haupt erhebt, selbst wenn die Zombie-Apokalypse wütet. Doch die Serie hat einen Weg gefunden, den Menschen in ihrer letzten Folge eine Botschaft der Solidarität, des Widerstands und der Macht zu vermitteln. Ein weiteres wichtiges Thema von Staffel 11 war, dass man zu seiner Familie steht, egal was passiert, und dass diese Loyalität ein Gefühl von Heimat schafft. Selbst für eine Mannschaft, die von allen Seiten angegriffen wird. Daryl und Leah zum Beispiel verbindet ursprünglich ihre gemeinsame Isolation. Leah hat sich in einer Hütte im Wald verkrochen, über die Daryl bei seinen Alleingängen stolpert. Leah ist eine tragische Figur, eine Einzelgängerin auf der Suche nach einer Gemeinschaft, während Daryl bei seiner gefundenen Familie steht. How would it die for Carl? You know her. Er und Leah sind die entgegengesetzten Seiten einer Medaille. Leah hat sich entschieden, einem korrupten Anführer zu folgen, ein Verhaltensmuster, in das auch Daryl bei seinen ersten Auftritten verfiel. Jetzt, wo er Menschen hat, die sich um ihn sorgen, kann er die Dinge wieder in Ordnung bringen. Leah hingegen hat diese Unterstützung nicht und ist verloren. Auch Negan ist einer der furchterregendsten Bösewichte der Serie, denn er hat sowohl Abraham als auch Glenn getötet und dabei beinahe Rick gebrochen. Nachdem er viel Zeit, die meiste Zeit davon im Gefängnis, mit den Menschen in Alexandria verbracht hat, ist er immer noch davon überzeugt, ein ewiger Außenseiter zu sein. Aber seitdem er mit Annie Liebe und Familie gefunden hat, scheint Negan ein neuer Mensch zu sein. Er ist sogar in der Lage, bei einigen der Menschen, die er verletzt hat, als er noch ein großer Bösewicht war, Wiedergutmachung zu leisten. Er gibt Ezekiel gegenüber zu: You all are better than me. And if you think I don't know that, then you haven't been paying attention. Die Invasion des Commonwealth durch eine Zombie-Horde bedeutet unweigerlich den Verlust einiger langjähriger Fanlieblinge. Dazu gehört auch Luke, den wir in der 9. Staffel als Teil von Magnas Crew kennenlernen. Obwohl Luke in den Comics während des Krieges mit den Flüsterern stirbt, entgeht er diesem Schicksal in der Fernsehserie. In der 10. Staffel bricht Luke mit seiner Freundin Jules nach Oceanside auf. Unterwegs treffen sie auf Aaron, Lydia, Jerry und Elijah, die ihnen raten, Oceanside auf jeden Fall zu meiden. It's gone, man. What do you mean gone? It ain't ours anymore. Luke wird mit seinen ehemaligen Reisegefährten wieder vereint, doch das Wiedersehen ist tragisch kurz. Als die Mauern des Commonwealth durchbrochen werden, muss Luke von Jules weggerissen werden, da diese vor seinen Augen verschlungen wird. Auch er wird schwer verletzt und kommt im Kampf um, obwohl seine Freunde versuchen, ihn zu retten. Nachdem ihnen klar geworden ist, dass da nichts mehr zu machen ist, verabschieden sie sich beide. Yumiko holt Lukes Mutter Monika heraus, drückt sie ihm in die Hand und sagt ihm, dass er immer Musik in ihr Leben gebracht hat. Dies ist ein wichtiger Rückblick auf ihre ersten Auftritte in der Serie und macht deutlich, wie viele Erfahrungen die beiden gemacht haben und wie sehr sich die beiden aufeinander verlassen haben, auch weit voneinander entfernt. Daryl dabei zuzusehen, wie er sich von einem jungen Mann, dessen Loyalität zwischen seinem giftigen Bruder Merle und Ricks Crew gespalten ist, zu einem ruppigen, aber zärtlichen Einzelgänger entwickelt, ist eine der großen Freuden von The Walking Dead. Daryl mag es, in der Einsamkeit zu arbeiten, aber er hat im Laufe der Jahre einen Sinn für Gemeinschaft und Familie entwickelt, der anfangs nicht vorhersehbar war. Da Rick und Michonne nicht mehr auf der Bildfläche erscheinen, wird er in Staffel 11 für Judith eher eine Vaterrolle übernehmen. There's one thing I know. There's a whole bunch of people back there, they'd do anything for you. Selbst als Daryl versucht, Judith zu beschützen, macht sie deutlich, dass sie nicht die Absicht hat, am Rande zu stehen und besteht darauf, bei der Reise zurück ins Commonwealth dabei zu sein. Daryl willigt widerwillig ein, aber er bereut es sofort, als die beiden in einen Hinterhalt geraten und Judith von Pamela angeschossen wird. Judith überlebt zwar, aber nur dank einer Transfusion von Daryls Blut. In einem Nebensatz erwähnt Daryl, dass er ein universeller Spender ist. Mine goes with anybody. Umso rührender sind seine Sanftheit und Fürsorge für Judith, wenn wir uns an die Verwirrung und den Schmerz erinnern, die Daryl ertragen musste, um seine wahre Familie zu finden. Carol? Ja. You deserve a happy ending too. Rosita begann als Nebenfigur und entwickelte sich zu einer Frau, die es mit Serienhelden wie Michonne oder Daryl aufnehmen kann. Als wir ihr in der 4. Staffel begegnen, ist ihre Beziehung zu Abraham in einer Krise. If you're lost, please just tell me. The gas in this tank is worth more than your ego. Die dann in Eifersucht umschlägt, als er mit Sascha weiterzieht.
Später eine kurze Affäre mit Siddiq, gefolgt von einer überraschend gesunden Beziehung zu Vater Gabriel, mit dem sie ihre gemeinsame Tochter Coco großzieht. Es ist ihr Engagement, eine gute Mutter zu sein, welches ihre Abenteuer in der letzten Staffel bestimmt, in welcher sie zu einer vollwertigen Actionheldin wird und in einigen erstklassigen Zombieschlachten mitspielt. Das Ende von Rosita ist verheerend. Ihr Heldentum und ihre Bereitschaft, alle über sich selbst zu stellen, führen dazu, dass sich die Frau im Laufe der letzten Folge langsam durch einen Biss verwandelt. Dennoch war diese Staffel ein Segen für Rosita-Fans. Gemeinsam mit Daryl verteidigte die junge Frau das Commonwealth und nahm dabei nie ein Blatt vor den Mund, was ihre wahre Loyalität betrifft. Als wir Rosita zum ersten Mal trafen, war Eugene unerwidert in Rosita verknallt und es dauerte einige Staffeln, bis sie sich auflöste. Aber am Ende ist er derjenige, der bei ihr bleibt. Er ist das letzte Gesicht, das Rosita sieht und zementiert ihren Status als eine der liebenswertesten und aufrichtigsten Freundschaften neben Carol und Daryl. Die letzte Folge von Staffel 11 muss schnell gehen, um alles unterzubringen, was in den früheren Episoden aufgebaut wurde. Einer der wichtigsten Handlungsstränge ist der von Mercer. Als loyaler Soldat des Commonwealth wirkt er zunächst humorlos und unerschütterlich, bis ihn der einzigartige Charme der Prinzessin ein wenig auflockert. Mercers Loyalität wird während der gesamten Staffel in Frage gestellt. Seine Pflicht gegenüber den Menschen steht in direktem Konflikt mit seiner Liebe zu seiner Schwester Max, die zum Staatsfeind wird, nachdem sie Sebastians und Pamelas gefühlloses Verhalten gegenüber den Menschen, die ihnen dienen sollen, aufgedeckt hat. Doch am Ende wendet Mercer das Blatt und beweist, dass es auch positive Seiten hat, zu seinen Überzeugungen zu stehen. Anstatt zum Werkzeug eines faschistischen Staates zu werden, wechselt er seine Loyalität und nimmt die Truppen mit. Als es an der Zeit ist, Pamela zur Rechenschaft zu ziehen, steht er an der Spitze der Gruppe. Als Pamela ihn einen Verräter nennt, dreht er den Spieß um. You disappeared hundreds of citizens. Led the dead to our doorstep. You shot a child. Der zentrale Antrieb hinter Staffel 11 ist die Bedeutung des Vertrauens in Menschen und nicht in Institutionen oder Politiker, und nirgendwo wird dieser Bogen besser verkörpert als durch Mercer. Einen Mann, der sich weigert, sein Leben nach Befehlen zu leben, von denen er weiß, dass diese ungerecht sind. Keiner der Charaktere in The Walking Dead hat es besonders leicht gehabt, aber Aaron und Lydia sind wirklich durch die Mangel gedreht worden. Aaron hat sowohl seinen Mann Eric als auch seinen geliebten Jesus verloren. Er musste mit ansehen, wie sein Wunsch nach einer besseren Zukunft für Alexandria durch Lance Hornsbys Lügen zunichte gemacht wurde. In Staffel 11 erlebte er seine eigene dunkle Seite, nur um durch die Betreuung von Lydia die Dinge zu wenden. Ebenfalls traumatisiert durch ihre Jahre als Spielfigur in Alphas Spiel, umgeben von Tod und Hass, braucht Lydia dringend Unterstützung und eine Familie. Und Aaron ist eine der ersten Personen, die ihr diese bieten. Aaron war vielleicht mehr als jeder andere in der Lage, Hoffnung und den Wunsch, seinen Freunden und seiner Familie zu dienen, in den Vordergrund zu stellen. Und diese Selbstlosigkeit hat in seiner Beziehung zu Lydia eine große Rolle gespielt. Loss is inevitable. It always has been. Er macht ihr Mut, jeden Moment der Freude, den sie mit Elijah findet, zu nutzen. Außerdem hilft er ihr, den Verlust ihres Arms zu verkraften, während er über seinen eigenen Verlust nachdenkt. You feel it sometimes. Like it's still there. Er erkennt in Lydia seine eigene Hoffnung und seinen eigenen Schmerz und versichert ihr, du wirst so geliebt. In The Walking Dead wird untersucht, was einen wahren Anführer ausmacht. Rick verfällt gelegentlich in Rhetorik, die von Michonne direkt in Frage gestellt wird, wenn er am Ende seiner Kräfte ist. Negan verlangt von seinen Anführern absolute Loyalität, doch seine Rücksichtslosigkeit macht ihn angreifbar. Die Menschen haben echtes Vertrauen in Ricks Fähigkeit, Barmherzigkeit zu zeigen, und wenden sich letztlich eher ihm als Negan zu. Immer wieder werden diejenigen, die durch Grausamkeit Macht erlangen, zurückgeschlagen. Es ist ein optimistischer Blick auf die Menschheit, trotz der Gewalt von Schurken wie Pope, dem Gouverneur und Alpha. König Ezekiel verliert sein Reich an die Erlöser, aber er bleibt ein Mann des Volkes, egal was passiert. Ezekiel ist immer bereit, dort zu helfen, wo er gebraucht wird. Sei es als Entscheidungsträger oder als Helfer, und hat immer wieder bewiesen, dass er eine echte Führungspersönlichkeit ist, indem er sein Ego nie unterdrückt hat. Wenn es hart auf hart kommt, führt er eine Gruppe von Gefangenen an, um Negan trotz ihrer gemeinsamen Feindschaft mit ihren Körpern zu schützen. Das ist die Art von selbstlosem Handeln, die ihn neben Mercer zum Co-Anführer des Post-Milton Commonwealth macht. Die letzte Folge der 10. Staffel, Hier ist Negan, zeigt eine Rückblende auf Negans Leben, bevor er der furchterregende Anführer der Saviors wurde. Obwohl dies dazu gedacht war, Negans Hintergrundgeschichte zu vertiefen und einen Kontext für kommende Gräueltaten zu liefern, findet die Episode im Zusammenhang mit Maggies Rückkehr nach Alexandria statt, da sie eine unmittelbare Bedrohung für sein Leben darstellt. If you stay here, she will kill you. I just didn't want your death on my conscience. Eines von Negans größten Verbrechen ist die Ermordung von Abraham und Glenn vor den Augen ihrer Freunde, woran Rick schließlich zerbricht, als er fast gezwungen ist, seinen Sohn Carl zu verstümmeln. Als Glenns Witwe und Mutter seines Kindes hat es Maggie nicht leicht mit Negan gehabt. Glenn was beautiful.
I'll never love anyone like that again. Obwohl Negans Handlungen unverzeihlich erscheinen, erkennt sich Maggie gezwungen, seine Wiedergutmachungsversuche zu akzeptieren, obwohl ihr klar ist, dass ihr Leben in Zukunft von ihm abhängen wird. Am wichtigsten ist vielleicht, dass sich Negan im Serienfinale nach Jahren des Fehlverhaltens endlich entschuldigt hat. Er hat nie ganz verstanden, was er Maggie genommen hat, als er Glenn ermordete, aber seine Beziehung zu Annie hat seine Sichtweise grundlegend verändert. I am so sorry for what I took from you. Eines der besten Dinge an The Walking Dead war schon immer die große Anzahl an Darstellern. Einer der frustrierendsten Aspekte der Serie ist jedoch die Unmöglichkeit, so vielen hochkarätigen Charakteren ihre Zeit an der Sonne zu geben. Das Finale kämpft damit, Dutzende von Handlungssträngen und Charakterbögen in einer sehr kurzen Zeitspanne abzuschließen, und obwohl es größtenteils gelingt, ist einiges davon immer noch ein wenig zu kurz. So tritt zum Beispiel Yumiko, die im ersten Teil der Staffel eine herausragende Rolle gespielt hat, im Finale in den Hintergrund. Ihre Romanze mit Magna wird zwar wiederbelebt, aber die Geschichte der beiden bleibt mit nur einer Handvoll Momenten in den drei Staffeln der Serie stark unterbelichtet. Connie und Kelly hatten besonders in der 11. Staffel herausragende Momente, aber hier sehen wir nicht viel von ihnen. Pater Gabriels Abschied von Rosita ist herzzerreißend, aber viel zu kurz für eine Beziehung, die mehrere Staffeln andauerte und beide Charaktere grundlegend verändert hat. Elijah schafft es, sich in Sicherheit zu bringen, doch wir wissen nicht wie. Die Charaktere sind, was The Walking Dead großartig gemacht hat, und wir hoffen, dass dies nicht das Ende unserer Lieblinge ist. In Episode 1 von The Walking Dead, noch bevor irgendjemand wusste, dass es ein kultureller Meilenstein werden würde, treffen wir auf einen einsamen, verängstigten Mann namens Rick Grimes, der aus dem Koma erwacht und mit Schrecken feststellt, was aus der Welt um ihn herum geworden ist. Little girl? I'm a policeman. Little girl. Rick wird durch seine Fähigkeit verschont, eine Gemeinschaft mit anderen zu finden, die er dann aufgrund von Schwierigkeiten, feindlichen Kräften oder seinem eigenen Ego immer wieder fast verliert. An einem Punkt, an dem die Hoffnung auf die Zukunft auf einem absoluten Tiefpunkt ist, erklärt er: We are the Walking Dead. Die abschließende ein Jahr später Sequenz in Ruhe in Frieden ist eine der schockierendsten Wendungen der Serie, die das Versprechen einer schwierigen Zukunft, aber auch ein Gefühl der Hoffnung vermittelt. I want to talk about the future. There's a lot out there to find out about. And I think it's time we did. Es ist verrückt zu beobachten, wie sich eine Serie, deren Aussichten einst düster waren, in etwas Optimistisches verwandelt. Aber genau das ist, was uns das Serienfinale zeigt.